Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht auf. Sie bricht auf, auszubrechen. So könnte man es auch sagen. Im letzten Part sind wir also wieder hierher zurück. Und, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere. Ach! Mir fällt da gerade was ein, Leute. Vor ein paar Folgen haben wir ja Peter wieder auf die Beine gebracht. Wir könnten doch mal hier bei den beiden vorbeischneiden, ja. Ach, schaut sie euch an. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Falsch. Sie sieht glücklich aus. Er sieht irgendwie überrumpelt aus. So überrumpelt, dass er nicht mal mehr einen Mund hat, aber okay. Reden kann ich wahrscheinlich jetzt nicht mit denen. Sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Ja. Hast du recht eigentlich. Komm, Kev. Ich störe sie lieber nicht. Und der Harry? Sieh nur, Harry. Ja, toll, süß. Können wir dann wieder... Ja klar, Harry, bin ich voll und ganz deiner Meinung. Oder was ist eigentlich, wenn wir da in das Licht anmachen? Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Ach ja. Ja, der Harvey soll also nichts von Romantik verstehen. Ja, wir haben jetzt im Prinzip verschiedene Ansätze. Auf die andere Seite der Gitter, Lehm, Gold. Die Frage ist nur, wie bekommt man das jetzt alles hin? Ich krieg gleich einen Koller. Was ist denn heute los hier? Kleinen Moment, Leute. Ja, dauert gerade einen Moment, also für die, die sich jetzt fragen, was ich jetzt diesmal ausprobieren möchte. Ich schaue einfach mal, ob es das Update jetzt zieht, beziehungsweise wollte ich das schauen. Und dabei will es auf einmal wieder die erstmalige Installation machen, die Steam ja beim ersten Starten von einem Spiel macht. Warum auch immer, ich habe es bisher jetzt eigentlich normalerweise immer über Steam gestartet gehabt auch. Bis eben dann das mit dem Update kam, dass es nicht runterladen wollte, aber okay. Vielleicht löst es ja das Problemchen, wäre auf jeden Fall schön. Und ich pausiere es nochmal, bis es gestartet hat. Bis gleich. Toll, jetzt habe ich auch noch versehentlich die Aufnahme gestoppt. Gibt's wieder extra Schnittaufwand. Okay. Wenn was schief geht, dann richtig. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es jetzt über das mit Steam gestartete auch funktioniert. Also es hat jetzt scheinbar diesmal plötzlich kein Update mehr laden wollen. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn es da plötzlich eins gibt. Aber, was soll ich machen, wenn ich das Spiel sonst nicht hätte starten können? Also... Beziehungsweise die letzte Aufnahmesession, also nicht die Folge vor dieser, sondern die beiden vor der Folge vor dieser, die waren nämlich ohne Steam gestartet, weil es das Update einfach nicht runterladen wollte. Aber ich hatte halt nichts mehr, Errungenschaft freigeschaltet. Ich hatte halt nichts mehr, was ich noch irgendwie hätte euch zeigen können. Und da hatte ich es halt dann ohne Steam gestartet und da ging es ja auch. Ich hoffe einfach mal, dass dieses erneute erstmalige Installationsgedöns hier was geholfen hat. Die Petra und den Peter, die schaue ich mir jetzt diesmal nicht an. Komm, bitte. Ich habe doch geklickt, oder? Bitte. Ja, wow. Wow, Leute, ich glaube, wenn das jetzt noch mal vorkommt, dann werde ich jetzt bei jedem Raum paranoid, dass es nicht lädt. Das ist... Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh, du bist es nur. Hallo, Edna.
Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen um Dino die... Ein Jammer. Ich dachte, ich hätte dein Ticket schon. Hä? Was? Hat der uns nicht das Ticket gegeben, als wir ihm den Bernsteineinschluss gegeben haben, oder? Hä? Dann habe ich das doch, glaube ich, mit dem Aluman getauscht. Damit ich an der Reihe bin. Und naja. Wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Was? Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Später plus minus 10 Minuten ist auch interessant. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Die große Preisfrage, wie geht's jetzt weiter? Denk nach, denk nach. Ich könnte mir vorstellen, also an die Münze kommen wir nicht dran, das weiß ich zufälligerweise. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir... Wow, es lädt jetzt auch schneller. Fällt mir nur gerade so auf. Ich könnte mir vorstellen, wo war ich stehen geblieben? Was könnte ich mir vorstellen? Es hat schon wieder vergessen. Ich könnte mir vorstellen, wir hatten das mit der Münze, wir hatten Lehm. Ach, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Dass wir eventuell irgendwie hier drüben bei der Bar was machen können. Und zwar brauche ich nämlich den Löffel da. Eventuell. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Kann ich mit dir reden? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Biggledy-Biggledy-Boo. Steht nicht auf der Karte. Auf jeden Fall. Jetzt ist wirklich dieser Punkt, also ich habe ja einmal diesen Scherz gemacht, wo ich diese kleine Pause drin hatte beim Spielname. Und jetzt ist wirklich dieser Punkt auch, wo wirklich die Stellen zum Brechen kommen. Ja, das gebe ich zu, also ich bin jetzt langsam überfragt, wie es weitergeht. Strohhalm... Topflappen, Messer, Gabel, Waschbecher, Cornflakes, Polizeimarke, Polo. Die Frage ist doch. Meine Frage ist aber, das mit dem Adrian haben wir, glaube ich, schon einmal gemacht. Vielleicht können wir jetzt mit dem Aluman reden. Der scheint ja irgendwie doch nicht ganz blöd zu sein. Sag mir mal was zum Adrian. Ich muss langsam mal passen. Ja, da, schade. Ich dachte, ich hätte es mit dem Adrian schon gemacht, das Kopf oder Zahl. So, wie best. Ich. Was? Echtes Gold? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich würde sagen, ich ziehe dann mal wieder von dannen. Na? Okay, Grübel, überleg. Ich wollte doch mit ihm das Spielchen spielen. Ich will es noch einmal versuchen. Kopf. Ich will es noch mal versuchen hier. Zieh's mir erste Zahl.
Wieso verliere ich? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich könnte es bis zum Danebenliegen bringen, aber nee. Die Geschichte mit dem Blitzableiter, der schief montiert war, die Füße in Wasser und den Regenschirm aufgespannt, die kommt mir irgendwie erstaunlich bekannt vor aus einem anderen Daedalic-Spiel, das ich bislang noch nicht gespielt habe und wo ich gerade Daedalic sag. Frage ich mich gerade, warum ich eigentlich so oft, wenn ich diesen Namen sagen will, mich total beim Namen verhaspel. Das ärgert mich total. Aber okay. Es ist nun mal leider so. Ich zieh dann mal wieder von dann. Und dann frage ich den weisen Aluman um Rat. Hallo Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Vielleicht kannst du mich beratschlagen. Schieß los. Genau. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Nein, für MacGyver. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Ja, okay. Tschüss. Sprechen wir. Ich muss. Pass auf. Kann ich dir jetzt einfach so den Bügel andrehen? Ich hab ja einen. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas mit Herr Mantel machen? Mir fällt gerade schon wieder ein, was, aber ihr werdet es gleich sehen. Ja, schön. So, darf ich das Inventar? Ich würde gerne das Inventar auf. Hallo da drüben. Oh. Kommt nicht das Oh. Wieso konnte ich jetzt nicht. Hä? Benutze Senf mit. Und los geht's. Ich dachte, ich muss den jetzt einsauen. Ja, jetzt geht's auf einmal, okay. Hier, nimm das. Und ich den hier. Genug geärgert. Da kommt der nächste Ausgang. Oder auch nicht, schade. Wie böse der guckt. Oh, schade, ich wollte den eigentlich jetzt mit allem bekleckern, was ich habe. Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig. Aber Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig.
Ausgang. Ich wollte jetzt eigentlich noch Harvey mit dem Mantel verwenden. Okay, lass mich gleich nochmal rein. Wo ist denn Herr Mantel hin? Ich weiß, wo er hin ist. Ach Gottchen. Boah, bin ich froh, dass ich doch noch hier wieder drauf gekommen bin, sogar ohne in eine Lösung zu kommen. Mal gucken, also. Ja. Da ist es aber bei dem Spiel wirklich von Vorteil, wenn man es schon mal gesehen hat irgendwo und schon kennt. Weil sonst wäre ich da so schnell nicht drauf gekommen. Ja, da erinnere ich mich an ein anderes Spiel, bei dem ich mit einem Messer ein Stück vom Stein, vom Felsen abschneiden sollte. Und da rotierte es da unten der Mantel und da ist der Kleiderbügel, den wir brauchen, aber wir kommen noch nicht runter. Wie kommen wir denn da runter? Dem Ziel so nah und doch so fern. Da kommt der nächste Ausgang. Ich frage mich gerade, das sind ja so Matratzen bei dieser Kissenburg Trockelbecher. Kann ich da die einsauen? Nee, kann ich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kommt die ja dann auch irgendwie zu der Reinigung und ja, irgendwie muss man da ja runterfallen können. Vielleicht befragen wir nochmal den Schlüsselmeister. Nur für Personal. Gehe zu. Los, gehe zu. Schaue an. Da kommt der nächste Ausgang. Bip-bip-bim. Ach, vielleicht kann man ja jetzt... Jetzt sind sie weg, genau. Wo ich gerade hier rausgegangen bin, genau. Jetzt können wir uns die Decke vielleicht nehmen. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Wieso? Nimm. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Dann mach schmutzig. Darf ich hier ist? Ja. Genau. Und den hier auch noch. Meine Güte. Ah, schönes Punktmuster, cool. Sag mal, wie viel Grafiken musstest du denn dann bekommen haben? Das macht zwar Spaß. So, ich hab schon einen, okay. Oh, ernsthaft? Okay, kann ich noch was draufzeichnen, was Schönes? Edna! Ja, das war jetzt ziemlich blöd, den Namen drauf zu kritzeln. So weiß doch jeder direkt, dass du schuld bist. Mann! Oder, nee, eben nicht Mann. Frau. Aber okay. Ist ja egal, weil wir sind ja eh auf der Flucht. Von daher, drauf geschießen. Ne? Einfach mal Randale. Das liegt immer noch da. Egal. Vielleicht reicht es ja, wenn ich jetzt hier reinsteige. Und los geht's. Oh, ich wollte doch eigentlich mal speichern. Aus dem Grund, falls es wieder abschmiert. Das wäre vielleicht ratsam. Ja, ich beginne wirklich paranoid zu werden, ich geb's zu. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht, das einzusauen? Oder kann ich jetzt... Der nächste Ausgang. Oder kann ich jetzt irgendwo Hoti und Moti finden? Weil ich meine, dort sind sie ja nimmer. Nee. Ah, das ist gut, dass wir in dem Raum in dem Klo das Licht nicht anmachen dürfen. So ist wenigstens ein Raum.
dann für später schon mal nicht zu bedenken. Hoti und Moti, wo sind sie denn? Da sind sie nicht. Dim. Aber naja, okay, also. Ich hab schon wieder vergessen. Das läuft gerade zu gut, als dass ich dran denke. So, speichern. Übers Tempo morphen. So. Nur als kleine Sicherheitsvorkehrung. Achso, vielleicht wollen die ja telefonieren. Nee? Ich dachte nur, weil ja irgendwie ihr siamesischer Drilling irgendwo anders war. Weil er irgendwas studiert oder so. Ach, die linke Tür darf ich nicht nehmen. Okay. Ja, aber... Das müsste es doch gewesen sein. Oder bin ich jetzt völlig Banane, völlig bescheuert? Wieso sagt man eigentlich, dass man Banane ist? Oder dass jemand Banane ist? Hat das irgendeinen speziellen Grund? Aber wie sie den Kleinen hält. Ist doch nett. Komm schon. Sag mir, dass es weg ist. Nee, es ist immer noch da. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze aufnehmen. Ach so, ich muss das also wirklich... Kann ich den auch noch drauf verteilen? Hiermit kann ich kein Unheil mehr... Schade. Womit könnten wir es denn noch einsauen? Ah! Spucken geht also noch. Damit verschwende ich nur... Das Bett ist so... Komm, ich will, dass die Betten gemacht werden. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen könnte. Ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Oh oh. Oh oh. Wieso hat denn der Sound jetzt so abgespackt? Verstehe ich nicht. Bin in den falschen Raum gegangen, oder? Ja, bin ich. Kann ich mir da eigentlich vielleicht irgendwie Wasser reinlassen? Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Doof. Ist doch nicht mal mehr ein Wasserbecher. Ich hab gedacht, vielleicht können wir noch Wasser drauf sudeln, aber... Scheint ja irgendwie nicht so. Gut. Und los geht's! Ach je. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das vielleicht gereicht hat. Da kommt der nächste Ausgang. Dass die Betten gemacht werden. Weil der Plan ist, dass das Laken dann hier unten liegt und wir abspringen können. Aber ich glaube, so da kann ich. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ja, so geht es nämlich nicht. Kommt der nächste Ausgang. Ich habe auch schon eine Idee. Und zwar muss ich vielleicht für den Masterplan, dass der klappt, in der Beschäftigungstherapie hier drüben dem Bienenmann die Wachsstifte abnehmen. Ja. Das ist vielleicht der Plan. Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bin das und die Ja, okay. Die wie kann ich ihm... Brauchst du zufällig Topflappen? Vielleicht. Zufällig nicht. Ich habe mein eigenes Bad dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Was? Was? Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihm die andrehen kann für die Stifte.
Brauchst du einen Nein, danke. Don't. Ja, okay. Aber ich würde sagen, dann schauen wir im nächsten Part, ob uns da noch was zu einfällt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Ja, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es dann auch die nächsten Male hoffentlich wieder besser läuft mit Edna. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.